Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Barbecue Tina. Heute zeige ich euch ein XXL Pulled Chicken Baguette. Was ihr dazu braucht, seht ihr gleich nach dem Intro. Ihr braucht dafür ein XXL Baguette. Dazu Zwiebeln, Knoblauch, circa, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 1 Kilo Hühnerbrust, eine rote Zwiebel für die Deko, Cheese darf natürlich nicht fehlen, Salat, ein bisschen was Grün fürs Auge, Barbecue-Soße nach eurer Wahl, entweder Sweet Chili oder schön räucherisch. Und ich habe hier Chicken Fun, irgendwas irgendwo braucht das Hühnchen ja den Wumms her. Und natürlich Salz und Pfeffer. Und wir machen das Ganze im Dutch Oven auf dem Keramikgrill. Der glüht schon gut und gleich fangen wir mal an zu schnippeln. Habe da schon was vorbereitet. Wir fangen einfach mit den Zwiebeln an. Und wir legen gleich ein paar Zwiebelringe unten als erstes in den Dutch. So ein bisschen als Abstandshalter, damit der Geschmack natürlich auch schön reinpurzelt. Einfach so ein paar etwas gröbere Ringe. Das machen wir mit den ganzen vier Zwiebeln. Die habe ich schon geschnittet, habt ihr gehört, ne? Gepellt. Und dann legen wir die hier einfach kreisförmig in den Dutch. Das mache ich jetzt schnell mal fertig. Dann geht es gleich weiter mit dem Hühnchen. Knoblauch auch relativ grob schneiden. Das reicht hier schon. Den packen wir gleich mit aufs Hühnchen drauf. Zack. Chicken Fun auf das Hühnchen gleich viel Spaß im Dutch hat. Das reiben wir schön ein. Natürlich von beiden Seiten. Zack, zack, zack. Reste schütten wir auch gleich noch in den Dutch. Gerade so ein bisschen abgefallen ist. So reicht das doch schon. Hier können wir mal so durchwischen. Und dann geht es auch schon gleich hier einfach so ein bisschen anordnen, wie man möchte. Ein bisschen nebeneinander. Ich glaube, die passen alle wunderbar rein. So. Zack. Bisschen kuschelig mit den Jungs. Sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt können wir noch ein paar bisschen drüber würzen. Jetzt habe ich noch ein paar Zwiebeln über gehabt. Die gebe ich hier einfach mit drauf. Sollen nicht wegkommen. Jetzt die kleinen Knoblauchflocken für den Geschmack. Und jetzt geht's los. Und jetzt hauen wir da einfach die Barbecue-Soße drauf. Und vorbereitet hier. Ein bisschen schön verteilen. Ich nehme einmal die. So Honig-Barbecue. Und dazu nehme ich noch ein bisschen Sweet Chili-Soße. Jawohl. Und hau die auch einfach drauf. Wenn es manchmal so einfach wäre. Aha, jetzt kommt es ja. Und. Genau. So, ich verteile das jetzt einfach noch ein bisschen. Und dann kann das auch gleich schon in den Dutch gehen. So sieht das jetzt aus.
stellen wir den hier schön rein. Lassen ihn schön 1,5 Stunden so bei 180 Grad durchgaren, ne? Auf dass es im Pult chicken wird. Schmoren, sagt mein Kamerakind gerade. Genau. Letzten Vorbereitungen laufen. Ich schneide noch ein bisschen rote Zwiebeln für die Deko, für Spaghetti. Zack, zack, zack. Und dann geht es gleich weiter mit den Salatherzen. Schneide ich einfach den Strunk ab und verteile das gleich oben drauf. Das geht hier ganz flott. Ein paar Frühlingszwiebeln. So, machen wir mal so. Zack, zack, zack. Kommt nichts weg. Ja, ganz schön groß das Baguette. Da brauchen wir so ein paar. Und dann schneiden wir das Baguette noch auf und rösten es noch ganz kurz an. So wird Schuh draus. Ja, da passt doch ordentlich was drauf. Wechsel. Ich hole jetzt einmal den Dutch raus hier. Ich stelle mal hier kurz ab. Sieht ja ganz cool schon aus. Schön eingeköchelt. Und packt das Baguette. Oha. Passt gerade so. Einmal kurz zum Anrösten drauf. Und derzeit können wir hier mal gucken, ob das hier so passt. Ja. Können wir hier das mal so ein bisschen auseinanderziehen mit zwei Gabeln. Bin ich natürlich schon vorbereitet, ne? Und dann pullen wir das Ganze. Guck mal, wie schön das hier geht. Das mache ich jetzt hier mit dem ganzen Dutch. Den ganzen Hühnchen. Das ist echt toll zart und weich geworden. Das hat jetzt natürlich ein tolles Aroma, ne? Durch die Zwiebeln, durch den Knoblauch und die Barbecue-Soße. So, aber ihr seht schon, das wird richtig cool. Ich bin hier fast fertig. Wie ihr seht, geht es wirklich super fix und sieht super zart. Jetzt ziehen wir das hier noch ein bisschen durch den Sud. Verteilen das noch mal ordentlich. Boah, freue ich mich darauf. Baguette war jetzt, also, was habe ich gemacht? Eine Minute vielleicht. Kurz hier. Ich drehe das jetzt einfach mal um. Und belege jetzt einfach ganz kurz die untere Seite des Baguettes. Zack. Also, es passt ja wie die Faust aufs Auge. Mal ein bisschen Kleinkram hier. Nochmal kurz Deckel drauf. Dann geht es gleich los. Der Käse ist jetzt ein bisschen angeschmort, angelaufen, wie soll ich sagen. So, fangen wir gleich mit dem Belegen an. Gibt ein paar Salatblätterchen. Und jetzt geht's rund. So, wird ein Schuh draus. Wenn das mal kein cooles Familienrezept ist. Und ich sehe schon, vermutlich haben wir da auch ein, zwei Reste noch, wo man tatsächlich einen geilen Burger auch von machen könnte. Oder auch nicht. So, jetzt haben wir das so belegt. Wer es mag, paar Jalapenos,
Kommt natürlich auf eure Soße drauf an, wie scharf die war. Unsere war schon ein bisschen schärfer, von daher bin ich ein bisschen vorsichtiger. Und jetzt die roten Zwiebeln. Zack, 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 zack. Und Gemüsezwiebeln. Gut. Ich hole mal kurz den Deckel. Schön angeröstet. Und zack. Fertig. So, ihr Lieben, hier ist es. Mein XXL Pulled Chicken Baguette. Reicht für die ganze Familie. Lecker. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Lasst ein Abo da, Daumen hoch, gern einen Kommentar. Da freue ich mich richtig drüber. Und jetzt schneiden wir das ganze Ding einmal noch an. So sieht es aus.